Station 5. Erkennst du meine Stimme noch, Zane? Ich will das von letzter Woche nicht nochmal erleben. Wenn ich sage, ich komme, dann komme ich auch. Ende der Diskussion. Mir ist im Augenblick nichts wichtiger als... Zane? Dem Kongress ist die Suche nach ETs in der jetzigen politischen Situation kaum schmackhaft zu machen. Ich komme zu Ihnen, weil ich die Existenz extrasolaren Lebens nachweisen kann. Und dafür werde ich rausgeschmissen? Er tut so, als wäre nichts passiert, als hätten wir Ihnen niemals ein Band gegeben. Das erste Signal ist aus dem All gekommen, aber das hier ist von der Erde. Da stimmt etwas nicht, Char. Was versuchen die zu vertuschen? Er ist ein verwirrter junger Mann. Warum haben Sie Bill Wyatt Lügen über mich erzählt? Wo ist mein Band? Ich will es zurückhaben! Sie stempeln seine Theorie als Wahnvorstellung ab. Die Kerle kontrollieren gerade unsere Unterlagen. Ich weiß nicht, wer die Typen sind, aber sie lügen mich an! Die einzigen, die an das glauben, was auf die Menschheit zukommt. Wenn sie noch nicht da sind, werden sie bald kommen. Wer denn? Sind diejenigen, die schon da sind. Sie sind der Überzeugung, sie wüssten alles, aber sie wissen noch nicht mal die Hälfte. Warum sind sie weg? Das sind sie nicht. Woher weißt du das? Weil wir noch am Leben sind. Sie auf, die Sterne zu beobachten. Ich weiß, warum Sie hier sind. Achten Sie lieber darauf, was sich in Ihrer Umgebung abspielt. Charlie Sheen und Ron Silver. Wie ich schon sagte, Zane, Sie wissen noch nicht einmal die Hälfte.